Ich meine, das Gute ist jetzt in meinem Fall, ist, dass sich das Ross eigentlich rehabilitiert hat in seinem nächsten Rennen in Meierfeld. Und dass dann auch der Reiter zu mir gekommen ist nach dem Rennen und gesagt hat, doch, hast recht gehabt, ich habe es eigentlich gemacht. So wie du gesagt hast, geht es am besten. Von dem her ist die Autorität sicher wieder hergestellt gewesen. Sepp, sicher, ja, die Zeit heilt alle Wunden, das wissen wir. Aber ich bin halt einfach schon der Meinung, man kann das als Betriebsunfall in Aarau taxieren mit gutem Willen. Aber grundsätzlich, da weisst ja du sicher Bescheid mit deiner Erfahrung, ein Trainer muss natürlich schon in jeder Situation immer Herr der Lage sein, oder? Ja. Demi, was siehst du dazu? Ja, eben, wie gesagt, ich meine, das sind Menschen wie du und ich, die Jockeys. Und ich habe selber lang genug geritten. Und das solltest du eigentlich auch wissen, George. Darum bin ich so neutral. Ja. Dass Fehler passieren und ja. Das ist abgehackt. Fertig, Schluss. Danke, bin ich einverstanden. Jetzt kommt aber die Frage, wenn wir das jetzt abhaken wollen. Gut, aber Meierfeld im Oktober 42 Ränge, das klingt wahnsinnig gut. Aber sag jetzt die Frage, kann man mit zwei so vierten Rängen jetzt einfach so zufrieden sein? Und wie soll es weitergehen? Ja gut, ich meine, man muss immer in Relationen sehen. Ich meine, klar, die Leistung selber oder die Rangierung selber, vor allem mit den Ross, die hinten dran sind, ist jetzt nicht so verrückt. Mhm. Und, aber wenn man sieht, dass das Ross im Frühling nicht einmal über einen Baumstamm hineinkommt, der 20 cm hoch ist, und im Herbst macht er zwei Cross fertig und wird zweimal auf dem vierten Platz auf einem ja, gut, relativ aber schweren Parcours, muss man sagen, doch, er hat sicher Fortschritt gemacht und die Tendenz ist steigend und nicht fallend. Ja, ja, gut, aber das ist natürlich einfach. Wenn man von null auf anfängt, dann kann es ja fast nur noch bergauf gehen. Ich meine, mag mich erinnern, im Mainz Frauenfeld hat der Armcesco mir und vielen Leuten, der war ja fast ausgehungert gewesen. Und dann ist natürlich klar, man hat sich dann gefragt, wie kann das passieren, dass arme Ross hat richtig gehend unterernährt wird. Und ich weiss, gleichzeitig werden es also mehr bruschende Fester gefeiert, noch und noch. Da also, fragt man sich, wo geht das Geld an? Jetzt musst du da Grenzen setzen, weil das stimmt nicht. Der ich Cesco habe das Pferd gesehen, Braufeld. Es gibt kaum einen Guten, der um den herum mag. Also, er ist nicht ausgehungert. Ja. Ich reite ja selber im Training. Ja, er war im Mai. Also dort hätten wir keinen guten Eindruck. Das Problem war einfach auch dort wieder. Es war sein erstes Hindernisrennen und er hat schon in den Flachrennen Probleme mit dem Tempo gehabt. Und ich denke, wir lassen ein Hindernisrennen laufen, das vielleicht ruhiger ist. Nur war das Hürdenrennen in Frauenfeld einfach noch doppelt so schnell gewesen wie ein Flachrennen und hatten noch Sprünge drin, die er nicht gut gesprungen hat. Das ist voll in die Hose gegangen, oder? Ja, das kann man so sagen. Mit dem müssen wir leben. Da muss ich vielleicht sagen, er hätte wahrscheinlich das Hürdenrennen gar nicht müssen dürfen laufen, aber es hat keine andere Lösung gehabt. Bin ich da richtig? Ja, genau. Und ich will ja das Ross auch nicht gerade Stiebel laufen lassen, wenn er noch nicht 100% sicher springt, oder? Und wenn es Rennen ruhig gewesen wäre, ein ruhiges Hürdenrennen, dann hätte er den Parcours auch fertig gemacht. Uli, bist du einverstanden mit diesen Worten vom Trainer? Ja. Soweit ja. Ja, ja, mehr gut. Oder weniger. Man kann immer sagen, wenn und hätten, aber ja, ja, gut. Meine rennsportbegeisterten Leute, wir kommen zum dritten Rössli. Das ist die Amani, eine Stute, die mir sehr gut gefällt. Die Stute hat für den Stall der erste Sieg für den Trainer der erste Sieg. Thomas, was hältst du von der Stute? Wie geht es weiter? Tja, das Ross hat unbestritten viel Klasse. Das hat sie später dann in Aarau bewiesen, wo sie mit den guten Ross den zweiten Platz gesichert hat. Wer hat sie in Aarau gerettet? Auch der Nicola. Nicola, ja. Und sie ist nachher schade, sie hat sich verletzt. Sie hat einen Sehnenschaden gemacht. Und wir haben das Ross jetzt im Rennen oder im Training? Ja, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich ist es in Dielsdorf im Rennen schon passiert. Man hat es dann aber erst im Training gespielt. Ja, weil er falsch trainiert worden ist. Ja, das kann man so natürlich. Das ist natürlich jetzt recht unfair von dir. Das darf man nicht sagen. Ja, also, natürlich darf man das sagen. Ich meine, das Ross. Sage ich, darf man alles. Aber ja. Ich würde sagen, vor so einem Publikum ist das sehr hart, das zu sagen. Ja. Weil wir sind ja keine Wohlfühlrunde da. Ich meine, das bin ich einverstanden mit dir? Betrieb, da geht es um Geld und um Sponsoren. Richtig. Und da ist Druck gekommen. Da.
Gut, das Problem ist, Unfall kann immer passieren, Verletzungen, das passiert jedem Sport. Und ich meine, andere würden das Ross jetzt wieder zweckbäscheln und anbringen, aber wir haben uns entschieden, dass ein Sehnenschaden ist eine heikle Sache. Richtig. Wir nehmen das Ross aus dem Sport raus. Kommt die Zucht? Wissen wir noch nicht, vielleicht in Zucht, vielleicht geht sie auch als Reitross. Aber schlussendlich ist es wahrscheinlich zu wenig stark für den Rennbetrieb. Ja, das ist nicht meine Meinung. Ihre Vorfahren haben doch gute Rennen gelaufen. Ja, sie hat einen Vollbruder, der in Italien Gruppenrennen gewonnen hat. Also klassisch sicher da, auch auf ihrer Dann Seite. Würde ich sagen, sollte man die ganz sicher in Zucht nehmen. Ja, siehst du, Uli? Ja, sicher, aber das ist Ultima Ratio. Ich meine, das ist ein klasse Ross. Ich habe das Gefühl, das wird verheizt bei uns. Den bringt man wieder her und dann gönnt der Rennen um Rennen. Also wenn der richtig betreut gewesen wäre, dann hätten wir mit dem in 5 Rennen 3 Siege und 2 zweite Plätze gewonnen. Bei uns wird Talent verheizt. Das ist das, was mir nicht so gefällt. Uli, bin ich nicht ganz einverstanden. Ich weiss schon. Aber ich lade dich bei deinen Worten. Wie siehst du es? Ja, wegen Verheizen. Ja, also wenn das Wort höre ich nicht gerne. Wenn man jetzt ich auch nicht, George. Ich auch nicht. Gut. Wenn man jetzt sieht, dass unsere Rosse im Schnitt zwischen 5 und 6 Rennen gelaufen sind, vielleicht auch mal eine 7, über die ganze Saison kann also sicher niemand von Verheizen reden. Also andere Rosse laufen 10, 15 Mal. Oder? Also sie werden seriös vorbereitet. Und dann gelaufen, wenn sie bereit sind. Ich komme zum vierten Pferd, zu der 2-jährigen Stute Fei Lilia. Die Stute ist 2-mal gelaufen, hat mir als Modell sehr gut gefallen. Uli, deine Einschätzung? Ja, die ist einfach. Die kommt von mir auch weiss. Und wenn die dort geblieben wäre, hätte die jetzt den Herbst 2 Rennen gewonnen. Und bei uns ist sie 5. und 4. geworden. Gut, ich meine, sie hätte vielleicht auch bei mir 2 Rennen gewonnen, wenn die Distanz so länger gewesen wäre. Weil das haben wir natürlich schnell gemerkt. Das Ross hat, wie du richtig sagst, eine extrem schöne Galoppade, rumgreifende Galoppade. Sie hat einfach nur einen Gang. Das wird das Ross über weiten Weg. Mit Mutter Uli, ich weiss nicht, ob du das gesehen hast, hat im tschechischen St. Ledger ist sie 3. gewesen. Was, auf eine Steherlinie eingezogen, das Ross springt perfekt. Und es würde mich nicht verwundern, wenn die nächstes Jahr bereits über die Hindernisse wird laufen. Als 3-jährige Stute? Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wärst du da einverstanden? Ja, zumindest hätte ich nichts dagegen, mal eine schöne Galoppade zu sehen. Aber was? Also der Charakter ist natürlich, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ist ein Charaktertier. Schwierig im Umgang. Ich weiss, es gibt Besitzer von dem Stall, wo das Ross nicht einmal streicheln könnte. Also, ich glaube, da wartet schon noch viel Arbeit auf dich. Gut, ich habe ja trotzdem nicht zum Streicheln im Stall, sondern... Danke vielmals. Sondern sie müssen... Ja, ich tue dann ein Pony kaufen, dann könnt ihr Ross, die Besitzer das Pony ein bisschen streicheln. Ja. Aber weißt du, Uli, das ist knallharter Rennsport. Ja. Und da machen wir nicht auf Sentimentalitäten im Stall. Und vielleicht noch, Uli, du als Mitbesitzer und Mitglied vom Stable Friend, die vielen Leute, die in den Stall gehen, ich tue den Trainer hoch anrechnen, dass er das überhaupt erlaubt.